Es dämmert wieder so ein bisschen. Aber sieht ja ganz witzig aus da mit den Brücken drumherum, ne? Ja, das wird so langsam, wenn man bedenkt, ja gut, wir haben eine ganze Weile jetzt schon dran, ne? So. Beinchen, Beinchen. Ich schmeiß mal ein bisschen was aufs. Ah ja, es gewittert. Okay, jetzt fängt aber zu regnen, das heißt, wir kriegen wieder. Wasser. Auch so zwei kleine. Essen ist fertig. Jetzt fängt er an zu frieren hier. Leider kann man noch nicht schlafen. Aber nicht mehr lange. Mal reinkommen, ins Feuer gehen. Blumen ist kalt. Brennt. Sie brennt, das ist ja mein Job eigentlich normalerweise. So, hier mache ich auch mal ein Feuerchen. Passt denn 10 Uhr bei euch oder sollen wir lieber dann erst auch schon um 9:30 Feierabend machen? Wie sieht das bei euch aus? Also beim 10 Uhr ist bei mir also passzeitig gut. Ja, passt. Machen wir so. Das sind jetzt noch ungefähr 50 Minuten, oder Viertelstündchen. Ja, mittlerweile schlafen. Nee. Also der letzte Stand war, dass wir es nicht können. Aber es fehlt nicht mehr viel, ne? Nee. Du bist. Dir ist kalt, du bist nass, ja. Super. Dann gehen wir mal zum Feuerchen. Wundere mich, warum ich im Haus nass werde. Ja, und das ist ja schade, dass man im Haus friert, ne? Kann ich nichts anbauen hier nicht.
heute wieder ein bisschen verpennen können. Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Jetzt müsste es aber gleich gehen. Alles wieder was Großes. Jetzt können wir. Jo. So, jetzt haben wir wieder tagsüber. Ich habe uns mal ein Hausboot hingezimmert. Also ich muss es halt noch. Wir müssen es halt noch bauen. Jetzt muss noch Holz dazu kommen. An dem Beet nichts mehr anbauen. Komisch. Dann können wir ja eine Setzung Neues einfach dahin. Oder können wir ein Neues dazu setzen? Ja, wer hat doch einfach zu wenig gesammelt, kann natürlich auch sein. Jeder ist schon gepflanzt. Hast schon? Ja. Ach, das Ding geht nicht. Konnte man noch nicht sehen. Da klingt hier mal ganz sauer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade vernommen habt. Schreien. Nee, ich hab nichts gehört. Jetzt hat er ein Dinger kaputt. Na super. Ja, da sind rechts von uns zwei Stück. Minimum zwei, drei, vier. Vier sehe ich gerade. Und was Großes. Kann man eigentlich von dieser Insel überhaupt entkommen? Oder von dem Gebiet hier entkommen? Meinst du die jetzt, oder? Ja, könnte man. Vielleicht ist das zum Beispiel, wenn man nämlich hinten an dem Strand, wo es dann quasi jetzt auf dem Meer geht, ein Hausboot hinsetzen und abhauen, oder also so einen Fluss und abhauen. Könnte man eigentlich theoretisch entkommen? Nee, das ist Meinst du jetzt komplett von der Insel runter? Ja. Ich glaube, das geht nicht, ne? Da müssen wir die Story noch durchspielen, ne? Ja. Okay. Wie sind denn die Großen jetzt hin? Also ich würde das tatsächlich so als kleinen Vorschlag für euch in meinem 100-Folgen-Special machen. Also mit der 100. Folge dann quasi die Rettung dann irgendwie machen.
Und dann kann man ja immer noch überlegen, ob wir dann noch weitermachen. Das können wir wegen mir gerne machen. Da müssen wir nur die ganzen Sachen vorher alle einsammeln, ne? Ja, das können wir ja so nach und nach machen. So ab der Folge, ich weiß nicht, ab Folge 90 oder so. Dann sagen, komm, wir sammeln das Zeug dafür und dann mit der 100. Folge dann die Rettung machen. Damit wir dann quasi so ein bisschen den Cut zumindest haben in Staffel 1 und dann kann man doch immer noch überlegen, ob wir eine Staffel 2 noch machen. Das kann man, also ich wäre dabei. Boah, hier sind jetzt die ganzen Großen. Ja, einer steht gleich vor der Tür. Irgendwas hat's, glaube ich, hier gerade schön in die Falle gehauen. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich das wieder ausstelle hier. Warte mal. Ich dachte bloß, die Zerstörung war noch an. Nein. Ah, okay. Ich hab... Ja, warte mal, das weiß ich nicht, ob... Nee, Fallöffnung wegen Dings. Zerstörung gebunden. Nee, war nicht an. Ich hab nur die haben die Falle ausgelöst gehabt und ich hab's einfach jetzt wieder hingestellt. Ach so, ich dachte, du hättest die Dings noch an. Nein. Alles gut, das hab ich dann... Vor der Zerstörung. Nö, das hab ich ausgemacht irgendwann. Ja. Das mache ich so als Grundprinzip eigentlich aus, weil momentan haben wir echt so ein bisschen Probleme mit den Gegnern. Also was Großes, sehr gut. Zwei und so ein Rammer, ja. Wo ist denn der Brücke hin eigentlich?